Hallo zusammen. Es freut mich mega, dass ihr heute alle hier seid, um miteinander ein HIIT-Workout zu machen. Wir geben 30 Minuten Vollgas, machen Intervalltraining, das heisst 45 Sekunden ist Belastung, 15 Sekunden Pause. Wir machen 4 Sätze an 6 Übungen. Dazwischen haben wir dann mal eine längere Pause von 1 Minute. Dann würde ich sagen, fangen wir gerade an. Das Einzige, was ihr braucht, ist das Mäckchen. Jetzt ist nur vielleicht etwas trinken und dann starten wir. Erste Block. Wir machen Heinis, wenn mal ein bisschen warm. Nimm mich nicht wirklich weit auf. Wir gießen durch bis zum Schluss. 45 Sekunden sind nicht allzu lang. Und die Musik stoppt immer noch 45 Sekunden. Dann weisst du, es ist fertig. Und knie nochmal weg. Wir machen Lunges, linke Seite, rechte Seite, mit dem Kick. Schöner Rennstoff, Brust raus. Mit dem Knie kommt Stier. Mit.
Erstübung vom ersten Block. Wir gehen in die Squat-Position und gehen von links zu rechts. Tiefstufe, letzte Übung, dann haben wir ein bisschen längere Pause. Bleib tief mit dem Sass. Und dann würde ich sagen, machen wir das Ganze nochmal von vorne. Wir haben nochmal den gleichen Teil. Fokus liegt auf unserem Herz-Kreislauf-System, auf unsere Beinmuskulatur. Im zweiten Block geht es dann wie Bauch-Rumpf-Muskulatur. Noch 15 Sekunden Pause. Vielleicht nochmal sammeln. Tief durchschnaufen. Schnüffeln. Und wir kicken. Tief.
geht am Ende zu vom ersten Block. Dann haben wir bald die Hälfte. Die Hände zurück. Schiebung. Wir gehen wieder in die Squat-Position und laufen hin und her. Die Hände kannst du vor der Brust verschränken. Wir gehen tief. Und Halsspannung auf die Oberschenkel. Bleib tief mit dem Gesäß. Komm nicht hoch. Gesäß schön hinten raus. Starten tun wir mit dem Mankleider. Du kannst die Hände unter deine Schultern legen. Kommst auf die Zehenspitze und ziehst klein bis an die Brust vorne an. Das ist die erste Übung. Eine kurze Pause. Du hast eine kurze Zeit zum Durchschnaufen. Dich bereit zu machen für den zweiten Block, der genau noch gleich lang geht. Gut. Komm aufs Mädchen. Wir sind am Stand. So, vier, vier. Spann den Bauch an. Keine Beine so zu weit. Ist es jetzt einfach? Gib Tempo rein. Optional, auf den Knie, durchhalten.
hast du geschafft. Du kannst auf den Rücken kommen, aufs Mettchen. Und wir gehen in die Two-Taps. Links, rechts. Immer schön abwechselnd. Wir bleiben in dieser Position liegen und heben unsere Beine ab. Optional, Hände unter die Lendenwirbelsäule, sonst wird es mehr stabil. Du darfst deine Fersen unter Knie platzieren. Wir machen etwas für die Gesäßmuskulatur. Arm raus. Und wir gehen in die normale Bridge. Schieb die Gesäße, dass du in einer Linie bist mit dem Rücken. Spann die Gesäße an, wenn du oben bist. Du hast kurz 1 Minute Zeit zum Erholen und dann machen wir diesen Block genau gleich nochmal durch. Gib nochmal 6 Minuten alles. Denke die innere Schweinehund durch überwinden, um die Weihnachtstage fit mit uns zu verstehen, mit dem Connection World raus. Kannst dich wieder umdrehen, dass der Blick zum Mantel ist, die Hände platzierst unter den Schultern, Füße und dann fangen wir recht an mit dem Mountain Climber. Füße draufstellen und wir ziehen die Knie nicht zur Brust. Das ist die erste Übung. Bauch bleibt gespannt, Rücken gerade. Eine Geschütz. 1, 2, 3, 4.
hast gerade einen Schritt tiefer. Einblenzel. Füße hinten aufstellen. Bauch ist gespannt. Optional auf den Knie. Aber ich bin mir sicher, du schaffst es auf den Füßen. Und wir gehen führen. Zurück. Führen. Schnaufen nicht vergessen. Und stopp. Fies. Unter den Knie abstellen. Letzte Übung. In Bridge. Wenn das zu einfach ist, dann macht es einbeinig. Mega cool, dass du mitgemacht hast, dass du bis am Schluss durchgehalten hast. Und dann wünsche ich ganz schöne Festtage. Bis zum neuen Jahr, bis zum Connection Mal raus. Tschüss!